Willkommen zurück zu Anstoß 3. Oh, ja, die Stimme wird nach zwei Folgen nicht besser, aber müssen wir durch. Wir sind bei Eintracht Frankfurt. Klaus Müller hat jetzt bei Eintracht Frankfurt schon länger in der Liga nicht mehr gewonnen. Immerhin sind wir in der Euroleague knapp weitergekommen. Wir können ja mal eben hier... Nee, da wollen wir nicht gucken. Da wollen wir mal gucken, wann denn unser letzter Sieg in der Liga war. Müssen wir schon ein bisschen weiter zurückgehen. Da, gegen Stuttgart haben wir 1-0 gewonnen. Nee, gegen Leipzig 3-1 am 11. Spieltag. Dann gab es das 0-1 gegen Darmstadt, 0-0 gegen Gladbach, 0-1 gegen 0-1 gegen Bayern, 1-3 gegen Schalke, 1-2 gegen Union Berlin. Also am 31. Oktober. Jetzt haben wir schon den 17. Spieltag. Ich hoffe, wenigstens gegen Fürth gewinnen wir noch. Haben jetzt ja nochmal eine Woche Pause. Gehen dort einfach mal nur italienisch essen. Ja, können wir eigentlich machen. Wie gesagt, ich hatte jetzt hier schon mal ein bisschen auf Stimmung und Frische geklickt. Und hoffe einfach mal, dass es ein bisschen was bringt. Hier rumpelt irgendwas durch die Gegend, okay. Doch, Statistiken, Mannschaft. Und dann gucken wir mal. Spielertrends nicht. Oh, wir haben nur Perez als Aufwertungskandidat. Als Abwertungskandidat, achso. Kehle und Postelt werden fast sicher aufgewertet, aber die sind ja schon auf Maximum. Löwe wird wahrscheinlich aufgewertet, das ist ja interessant. Und auch die sind, glaube ich, schon auf Maximum. Also da wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Mannschaftswerte. Und wir sehen, die Frische geht tatsächlich wieder hoch. Das werden wir jetzt ein bisschen beibehalten. Wir werden natürlich dann Regeneration machen. Ich hoffe, dass dann auch tatsächlich, dafür geht natürlich die Kondition runter, dass wir dann beide Werte erhöhen können, dann in der Winterpause. Deswegen werde ich jetzt in die Winterpause auch keine Events reinlegen. Wir müssen dann erstmal wieder klarkommen. Valero hat sich einen Doktorenabriss zugezogen. Sie haben mit ihrem Co-Trainer über verschiedene ihrer Spieler gesprochen und ihm ganz konkrete Hinweise gegeben, auf welche Dinge er bei ihren Schützlingen besonders achten soll. Einige Spieler gewinnen deshalb einen Motivationspunkt. Das ist super. So, DFB-Pokal sind wir ja auch schon wieder rausgeflogen. Hamburg gewinnt ja zum Beispiel gegen Rot-Weiß Erfurt knapp im Elfmeterschießen. Die Bremer verlieren gegen Wolfsburg. Also hier viele enge Ergebnisse. Das ist das Viertelfinale. Wir sind alles dabei. Erste, zweite gegen dritte. Alles, was das Fußballerherz hier so begehrt. Jugendspiel hat sich verbessert. Das ist nett. Daniel Rose von Tottenham Hotspur verpflichtet. 9,98 Millionen gehen an den SSC Neapel. Ihr Spieler Borja Mayoral hat sich beim Essen eines der von ihm gefangenen Fische eine kleine Vergiftung zugezogen. Er fühlt sich zurzeit nicht sehr wohl. Ne? Super. Hendrik Grünewald und Pascal Reif vertragen sich wieder. Auch das ist nett. Ja, hier haben wir jetzt nicht so... Ich glaube, das ist ja nicht wirklich. Oh ja, und dann spielen wir jetzt gegen den Tabellenletzten, gegen Greuther Fürth. Dann müssen wir hier natürlich, bevor ich es wieder vergesse, den verletzten Spieler besuchen. 5 Wochen fällt er aus. Und dann hoffen wir auf einen positiven Ausklang dann gegen den Tabellenletzten, gegen Fürth. Valero freut sich, dass wir ihn besuchen. Und ja, Champions League, es ist jetzt auch durch. Köln hier vor Real Madrid, nicht schlecht. Und hier hat sich unser zweites Gruppenmitglied geschlagen, Brandenbergen, 0 Punkte. Ja. Was sollen wir dazu sagen? Achso, hier haben wir auch noch. Dank der hervorragenden Arbeit, die in ihrer Reha-Klinik geleistet wird, ist der Spieler Michael Hector voraussichtlich eine Woche früher als geplant wieder fit. Das freut uns natürlich. Ja. 2 von 5 Innenverteidigern sind derzeit verletzt. Bad Stuber soll natürlich den Verein verlassen. Aber ich denke mal, hat noch 3 Jahre Vertrag. Was? Warum? Die wird er wahrscheinlich hier absitzen. Na super. Ja, deutliches Übergewicht im Mittelfeld. Keine 20 Punkte besser. Das ist gut. Das sollte funktionieren.
Ich glaube, die Frische wird tatsächlich ein bisschen besser. 54 ist nicht so doll. Oh, hier ist die Kondition schlecht bei Grünewald. Den müssen wir in der Halbzeit rausnehmen. Und für ihn dann Bibu reinbringen. Okay. Auf geht's gegen Fürth. Ah, die Taktik vergessen anzupassen. Ja. So. Possel stoppt den Ball umständlich, legt ihn dann aber nach rechts. Dort kommt Grünewald völlig frei an der scharfen Grenze zum Schuss. Kein Problem für Militz. Gelb für Johnson nach einem Allerweltsfoul. Wilson stoppt den Ball, spielt ihn auf die linke Seite hinaus. Beste läuft Richtung Strafraum, zieht ab. Radetzky klatscht den Ball nach vorne ab. Und Kehle schlägt den Ball ins Seiten aus. Eieiei. Nur so, ne? Wir spielen gerade gegen den Tabellenletzten. Elf Meter für Fürth, das kann nicht wahr sein. Ah, super. 1-0 führt. Minuten vorbei. Kehle stoppt den Ball 19 Meter vor dem Tor, leitet ihn sofort in den Strafraum weiter. Werner nimmt das Leder mit, zieht leicht nach außen, flankt an den 5-Meter-Raum, aber natürlich sind wir einfach zu harmlos vor dem Tor. So, Grünewald kommt raus, wegen Kondition. Für ihn kommt Bibu. Das bringt ja auch nichts. Achso, kontrolliert offensiv, Einsatz. Und das alles ein bisschen hoch. Also wer keinen Bock hat, der soll sagen, der kann sofort abhauen. Abhauen, ich halte hier keinen einzigen von euch, keinen. Die Ansprachen sind einfach klasse. Wenn sie dann noch was bringen, wäre es noch besser. Gianetti führt den Freistoß aus. Militz stürmt heraus, faustet das Leder kompromisslos nach vorne. Stunde gespielt, können wir nochmal ein bisschen wechseln. Zum Beispiel Majoral für Tarasay bringen und, ach, die waren beide schlecht, beide Stimmen waren nicht gut. Gelb für Sokratis wegen Meckerns. Der wird sich das sicherlich auch anders vorgestellt haben. Schließlich ist Dortmund jetzt der Tabellenführer. Eieieiei. Also es tut mir wirklich sehr leid, dass das hier gerade so schlecht wieder läuft. Aber was soll ich machen? Kehle macht den Ausgleich. Jawohl, ich lasse das jetzt so offensiv. Das Risiko gehe ich jetzt ein. Ich möchte die Winterpause mit einem Sieg erreichen, wenn wir das als Wunsch stecken. Oder auch nicht. Fernandes zieht ab, aber daneben und dann ist vorbei. 1:1 gegen Fürth. Wir hatten wieder 6 zu 2 Chancen, 1:1 Tore. Also spielerisch passt es. Aber der Abschluss. Und ich hoffe, dass jetzt unsere Spieler dann wenigstens ihre Frische regenerieren und dass wir das dann in der Winterpause jetzt so ein bisschen retten können. Wir rutschen ab bis auf Platz 6. 9 Punkte auf Platz 1 ist natürlich nicht so berauschend, aber ich sag mal so, der internationale Wettbewerb sollte drin sein, wenn wir dann vielleicht mal wieder anfangen, auch Spiele zu gewinnen. Wolfsburg fertigt Darmstadt mit 5:0 ab, ist natürlich gut für unsere Tordifferenz im Verhältnis zu denen. Holstein Kiel möchte uns haben und Ingolstadt 2, ja, danke. Dann haben wir das Saisonziel derzeit verpasst, Level 5 nur. Also ich finde, Abwertungen gehen immer deutlich schneller als Aufwertungen. Kommt mir zumindest so vor. Wäre auch ein netter Spieler gewesen. Penis. Unruhestifter. Ja, das ist schade. Ansonsten wäre gar nicht so verkehrt, vielleicht nochmal einen offensiven Mittelfeldspieler nochmal ein bisschen zur Variation zu haben, zu Posselt und Fernandes. Denn Abrashi ist jetzt auch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Ich guck mal, ob wir noch was finden. So, Fernandes hat Spielmacher dazu bekommen.
dann kann er jetzt Mohamed for Instinct. Würde ich fast sagen. Dann kriegt er Instinct. Dann als nächstes, genau, wollte ich ja hier gucken. OM vielleicht nur mit fixer Ablösesumme, so Stärke 10. Boga. Hier haben wir sogar noch zwei Deutsche mit Halimi. Oh ja, und Grifo, da hatte ich jetzt unter einer älteren Folge, ich glaube, das war Folge 40 oder so, wurde mir gesagt, ich glaube, Grifo hat jetzt schon irgendwie 30 Tore gegen deine Mannschaften geschossen. Und wisst ihr was? Ich hatte dann geschrieben, ja, hätte ich ihn vielleicht mal holen sollen und wir holen ihn uns jetzt. Das ist ein ganz guter Backup. Kostengünstig. Machen wir. Wir holen Grifo. Ja, ich lese auch Kommentare unter älteren Folgen und kann trotzdem Auswirkungen auf das aktuelle Let's Play haben. Ja, wir holen Grifo. Nächste Woche. Ah, nein, jetzt habe ich das wieder vergessen. Ja, jetzt da haben wir ja doch einiges gemacht. Ich mache das mit Grifo gleich nochmal und dann sehen wir uns zur Nominierung wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe natürlich die Sachen, habe das Spiel nochmal vom letzten Autosave geladen, die Sachen, die ich eben gemacht hatte, nochmal neu gemacht. Und jetzt müssen wir natürlich noch den Kader zusammenstellen. Hits kommt wieder mit rein. Für das Freundschaftsspiel gegen Puerto Rico wollen wir natürlich trotzdem die besten Spieler dabei haben. Gut, war jetzt nur ein Torwartwechsel, aber immerhin. So, das. Dann machen wir hier. Nach Regeneration, da. Und das war es dann auch schon hier. Okay, die Fans sind der Meinung, dass es wohl noch einiges zu verbessern gäbe. Sie könnten sich ruhig ein wenig mehr anstrengen, ja, finde ich auch. Ihre Jugendarbeit wird jedoch sehr gelobt. Immerhin etwas. Grifo, mein Freund. Ha. Als Backup für unser offensives Mittelfeld wäre auch ein super Freistoßschütze. Spielübersicht. Schiri-Liebling, Frohnatur. Kann auch auf den Außen eingesetzt werden. Oder doch beide Außen, oder? Ja. Und kostet gar nicht so viel. Das werde ich hier mal ein bisschen was mehr bieten. Torprämie gibt es keine. Ja, wir machen erstmal 2 Jahre. Das ist zu wenig. Okay. Okay, das ist natürlich viel zu viel. Das werden wir natürlich in der nächsten Woche anpassen. Und Hector ist noch eine Woche früher wieder fit. Dank der hervorragenden Arbeit, die in ihrer Reha-Klinik geleistet wird, ist der Spieler Michael Hector voraussichtlich eine Woche früher als geplant wieder fit. Jugendspieler Kana Bijik hat sich verbessert und nun Stärke 5. Ja, und dann spielen wir jetzt hier gegen Puerto Rico. 7 Auswechslungen werden im Spiel gemacht. Hits Spiegel auf die Bank, das ändern wir natürlich später. Dann nehmen wir hier Elvedi, nehmen wir natürlich erstmal die Besten. Und Cher Klose auf die Bank. Links haben wir Rodriguez, rechts haben wir Hadagonyai und dort Shaqiri. Linkes Mittelfeld Zuba. Kilifi und Ali G auf die Bank. Chaka kommt mit in die Startelf. Hier haben wir Fernandes, Grikic und Sturm, Embolo und Drimic. Auf geht's. Sollte eigentlich easy going werden. Ja, und da war ja eben auch der tolle Bildschirm. Ne? Also hier sieht man jetzt natürlich auch hier frische Eingespieltheit. So, ich dachte, das war ja auch noch ein Kommentar. Ha, bin gar nicht drauf eingegangen. Moment, war das hier? Nee. Naja, aber hier sieht man auf jeden Fall jetzt auch unsere ganze Kondition und unsere Eingespieltheit. Frische ist nicht so gut, Kondition ist deutlich besser. Starten wir das Ganze mal. Da sagen wir jetzt nichts.
Schöner Urlaub hier. Auf Puerto Rico. Gelb für Scher nach einem absichtlichen Handspiel. Und Fernandes kommt 25 Meter vor dem Tor an den Ball. Läuft noch drei Schritte, wird von Dominguez Rüde gefoult. Und es gibt natürlich eine gelbe Karte. Und, ach nö. Da haben wir auch gleich den ersten Wechsel. Fernandes mal wieder verletzt, das ist doch Käse. Freistoß, Embolo läuft an, dreht den Ball um die Mauer herum auf die Torwart-Ecke. Ferreñas steht zu weit in der Mitte und kann den Ball aber dann doch mit viel Mühe noch abwehren. Gerät spielt den Ball 22 Meter vor dem spielt 22 Meter aus. Egal, er macht das 1-0, spielt Dominguez aus und macht dann das 1-0. Nächster Angriff über Martinez, schlägt den Ball auf den linken Flügel. Fernandes bringt den Ball unter Kontrolle und zieht eine scharfe Flanke in den Strafraum. Aber auch das bringt nichts. Freistoß für die Schweiz aus 19 Metern Entfernung. Shaqiri tippt an und Embolo schießt aufs kurze Eck. Schön um die Mauer gedreht. Aber Velasco Fariñas hat den Ball. Freistoß für die Schweiz aus 26 Metern Entfernung. Embolo schießt direkt. Ein Schuss wie an der Schnur gezogen. Velasco Fariñas springt und kann den Ball sogar noch halten. Was für ein Torwart. Sanz wirft sich jetzt hier tapfer dazwischen und es gibt hier noch eine Ecke. Ja, Embolo müsste noch nicht mal rausnehmen. Das ist eigentlich auch totaler Mumpitz, dass der die Ecken macht. Scher setzt sich durch, kommt zum Kopfball und macht das 2-0. Und Halbzeit. Dann können wir wieder wechseln. Xhaka zum Beispiel kann raus. Für ihn kommt Alpzoi. Und ich möchte hier keine gelb-rote Karte kassieren. Deswegen kommt Klose rein. So, drei Auswechslungen haben wir gemacht. Gelb für Marien wegen Linienrichterbeleidigung. Und ein Wurf für die Schweiz. Von der linken Seite durch Alpzoi. Der wirft kurz zu Drimmic. Der flankt scharf an den langen Pfosten. Der Ball dreht sich leicht Richtung Tor. Velasco Fariñas zögert, aber Vadel Pardo rettet auf der Linie. Wir gucken, Fariñas immerhin. 5,8 ist aber bei keinem Verein aktuell gelistet. Genau. Ich wollte nochmal wechseln. Ha. Ja, ja. Ne? In Freundschaftsspielen hat man 7 Auswechslungen. Nein, 3. Zumindest bei Länderspielen. Geht nicht. Kann nicht nochmal wechseln. Funktioniert nicht. Brille Embolo macht das 3-0. Gelb für Mauro Martin wegen eines Foulspiels. Und dann ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen locker mit 3-0 gegen Puerto Rico nach einem Chancenverhältnis von 11-2. Oxford geht zum VfL Wolfsburg. Okay, ja, jetzt werden wir Nationalkader berechnet. Werner Haletzki, Sokratis, Skire, Frugutta und Luna sind nominiert. Na gut, nein, das will ich auch gar nicht. Rechtsklick, Klick. Aber gut, ist rechter Mittelfeldspieler. Ist das sowieso nicht unsere Kragenweite oder nicht unsere. Hä, rechter Verteidiger. Ich bin verwirrt. Egal, wollen wir trotzdem nicht haben. Mannschaftsausstellung sieht soweit ganz gut aus. Fernandes fällt 11 Wochen aus. Dann ist es wirklich gut, dass wir uns noch Grifo holen. Ist das bitter. Dann sollte ich ihn auch noch gleich besuchen. Da. So. Dann gucken wir hier nochmal rein. Großes Talent unbedingt. Oh. Und ich denke auch, dem werden wir schon mal einen Profivertrag geben. Dann haben wir zwar wieder 5 Innenverteidiger, aber dann hat er jetzt noch die Chancen für die Aufwertungsrunde, die jetzt kommt. Ja, unbedingt.
Das wollte ich noch machen. Und dann wollte ich schon mal die Nationalmannschaft nominieren, denn ich glaube, das vergesse ich sonst wieder. Denn, ja, danach ist die Folge auch vorbei. Dann gucken wir, ob wir Grifo holen. Das sollte aber funktionieren. Fernandes muss natürlich raus. Kevin Bua kommt rein vom FC Basel. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Freue mich dann aufs nächste Mal. Ich werde jetzt auch meine Aufnahmesession beenden. Und das nächste Mal gibt es dann die Auf- und Abwertung. Wir holen uns Grifo und dann gibt es ja auch noch das Qualifikationsspiel gegen Island. Das kann noch was werden. Bis dann.